Hier ist halt so ein extra Wellness-Hotel. Das war wirklich so angenehm. Waren wir beide. Und wir machen jetzt so eine Wanderung ganz um den See. Hier ein paar coole Drohnen-Shots im Coming. Und wir gehen jetzt spontan Skifahren. Wir sind nämlich jetzt auf dem Rückweg oder auf dem auf dem Hinweg zum Hotel, aber auf dem Rückweg nach Krems. Also wir fahren nicht direkt von Deutschland nach Krems, sondern wir machen noch so einen Stopp in Österreich in so einem Wellness-Hotel. Und wir sind da ungefähr 3 Nächte und wollen einfach ein bisschen entspannen. Und ich freue mich voll. Wir fahren jetzt noch 3 Stunden und sind schon 2 Stunden gefahren. Und hoffentlich liegt da Schnee. Ich habe auch meine Skihose dabei und auch meine Skijacke und so Skiboots. Also kann nichts mehr schief gehen. Sonst bin ich jetzt blond. Ich war gestern beim Friseur. Find's schön, aber echt ungewohnt. Also schon heller. Mehr gibt's nicht. Ich dachte, ich starte einfach mal so das Video. Wir haben voll viel wieder eingepackt. Das nächste Mal nehmen wir weniger. Wir haben irgendwie so viel Zeug mitgenommen, aber wir waren jetzt auch wieder 3 Wochen zu Hause, also auch schon relativ lang, ist es gar nicht so viel mehr, obwohl das Auto schon wieder komplett voll ist. Da ist unser Hotel. Sieht voll schön aus. Wir sind gestern Abend hier angekommen und da lag noch gar kein Schnee. Aber jetzt so schön. Wenn wir dann später da hochfahren oder so, können wir bestimmt voll schön spazieren gehen. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann, aber ich habe immer noch irgendwie ein bisschen diesen Hautausschlag. Deswegen bin ich auch so rot im Gesicht. Kam ja irgendwie einfach so nach dem Duschen vor 4 Tagen und das ist jetzt immer noch nicht weg. Es ist, glaube ich, besser geworden, aber so komisch. Ich hatte sowas noch nie. Ich mache mich jetzt ein bisschen fertig. Ich bin fertig. Also nichts Besonderes. Ich habe auch gar keine schicken Sachen dabei, weil das Hotel ist wirklich so schick. Wir waren gestern Abendessen und haben das auch dazu gebucht. Das war irgendwie ein 6-Gänge-Menü. Ich habe nämlich nichts Schickes dabei, weil wir wollten ja eigentlich hierhin, um zu entspannen und spazieren zu gehen und so. Deswegen habe ich Skiklamotten dabei, also so lange Unterwäsche und ganz viele Hoodies und so Sachen. Und irgendwie nicht wirklich was Schickes. Ja, jetzt habe ich kein Hoodie an. Heute Abend kannst du bitte auch in den Hoodie gehen, dann gehen wir beide in den Hoodie. Hört sich ein Hemd an. Ja, Finn hat nämlich voll die schicken Sachen eingepackt. Nee, ich habe in den Koffer halt so viel gepackt, wie es nur geht, aber halt vor allem so Hoodies und sowas. Die anderen Sachen sind irgendwo im Auto verteilt. Aber wir gehen jetzt frühstücken. Ich habe gerade einen Massagetermin und es hat so gut getan. Also ich bin anscheinend voll verspannt im Rücken und man merkt halt schon den Unterschied, weil das voll professionell war. Auf jeden Fall bin ich jetzt so entspannt. Ich hatte auch eine Gesichtsmassage. Ich bin jetzt richtig eingeölt und finde es jetzt auch gleich dran. Sie war auch so lieb, die das gemacht hat. Die hat uns auch so Empfehlungen aufgeschrieben, weil vielleicht gehen wir morgen dann spontan noch Skifahren und heute können wir um so einen See spazieren gehen. Es ist draußen gerade so neblig, man sieht eigentlich nichts. Ich zeige euch das mal kurz. Schaut mal. Ciao! Finn geht jetzt zu seiner Massage. Wir beide. Viel Spaß! Der ist auch so richtig nervös. Der hatte noch nie eine Massage. Also ich hatte im Hotel noch nie wirklich eine Massage, weil die ja wirklich immer sehr teuer sind. Aber das hier ist halt so ein extra Wellness-Hotel. Und die sind auch so bekannt für deren Massagen. Und es war wirklich so angenehm. Ich dusche jetzt erstmal, weil so kann ich nicht mehr raus. Und ich dusche jetzt hier einfach schon zum 3. Mal. Weil wir gestern noch im im Wellnessbereich waren wir. Und dann habe ich heute Morgen noch geduscht und habe meine Beine rasiert. Ich dachte irgendwie, vor der Massage wäre das ganz angebracht. Ich mache mich gerade fertig und wir machen jetzt gleich dann noch die Wanderung spontan. Ich freue mich voll. Ich glaube, wir sind auch nicht so ein Paar, was wirklich den ganzen Tag nichts machen kann irgendwie, oder? Ich ziehe auch meine Schneeboots an. Ich freue mich irgendwie voll. Ich habe jetzt sogar auch so ein Skioberteil an, was richtig warm hält. Und ziehe wahrscheinlich einen Mantel an. Es ist ein Mess.
Ich habe so viele Jacken dabei. Ich habe halt auch einfach alles, was irgendwie in den Koffer gepasst hat, da reingepackt. Auch Sachen, die ich halt nicht brauche für den Urlaub. Und da sind halt auch mehrere Jacken dabei. Ich ziehe da drüber jetzt noch den Pulli hier an und noch einen Schal. Also es wird auf jeden Fall reichen. So, und ich schwitze jetzt schon. Perfekt, ich glaube, wir können jetzt auch los. Jetzt. Sieht schon echt schön aus. So, sind jetzt hier angekommen und es schneit. Man sieht es halt gar nicht in der Kamera. Und hier ist direkt der See und wir machen jetzt so eine Wanderung ganz um den See. Zum Glück habe ich die Schuhe an. Schon voll schön. Der Wanderweg ist richtig schön. Wo ist die erste Hütte? Hier sind auch mehrere Hütten, wo man dann einkehren kann und was essen kann. Und ich habe jetzt schon voll Hunger. Ein paar coole Drohnen-Shots im Coming. Ich bin wieder zurück und ich bin wirklich auch so müde und so fertig und so durchgefroren, dass wir jetzt nochmal irgendwie in die Sauna oder so gehen. Und deswegen habe ich mich auch direkt schon umgezogen. Es wird halt auch ganz am Ende schon dunkel. Finn ist auch schon ready. Und wir waren dann noch in der Hütte und haben noch kurz was gegessen, weil wir auch so Hunger hatten. Wir hatten davor nur gefrühstückt und dann war es schon 16 Uhr oder so. Ach, jetzt gehen wir noch in die Sauna. Und ich könnte danach ins Bett fallen. Eigentlich habe ich gar keinen Hunger, aber das Essen hier ist so gut und auch nicht günstig, deswegen gehen wir wahrscheinlich trotzdem danach noch mal kurz essen. Aber ich mache mich sicher nicht schick. Let's go! Ich habe jetzt noch mal geduscht und mache mich jetzt fertig. Ich bin vorhin voll hingefallen, als wir in dem Whirlpool waren. Ich habe mir hier wehgetan an den Füßen und am Knie. Und am Knie ist schon richtig blau. Es war mega glatt und mich hat es richtig hingelegt gehabt. Aber gut, wir gehen jetzt noch essen. Ich habe jetzt das angezogen. Einfach ein schwarzes, langarmiges Oberteil und eine Jeans. Also es passt schon. Dann schaut mal, weil ich jetzt mehr Stufen habe. Weil ich hier so ein bisschen wie Curtain Bangs. Ich kann die gar nicht mehr zurückstecken. Ich könnte die nur so zurückmachen. Weil ich finde es eigentlich ganz schön. Ich will meine Kette wenigstens ansehen. Ich bin so müde. Wir waren dann noch in der Dampfsauna. Das ist echt. Das macht einen immer so fertig. Okay, wir gehen runter. Ja, okay, wir gucken einfach mal. Hey Leute, guten Morgen. Ihr glaubt es kaum, die Sonne scheint und wir gehen jetzt spontan Skifahren. Wir machen uns jetzt auch fertig, wir haben schon gefrühstückt und ich habe eigentlich nicht mal einen Skihelm dabei. Aber egal, wir versuchen es irgendwie alles auszuleihen und keine Handschuhe. Also ich habe nur eine Schneehose dabei, Skiunterwäsche und eine Skijacke. Mehr nicht. Frag mich nicht, warum ich meinen Helm nicht mitgenommen habe und warum ich das vergessen habe. Die sind beide von meiner Mom. Ich hatte irgendwann keine mehr. Also meine Mutter fährt nämlich gar keinen Ski mehr. Und ich habe jetzt schon seit Jahren die alten Sachen von meiner Mutter. Das hört sich gerade irgendwie so schlimm an. Nee, die passen mir voll gut. Also ich habe jetzt so lange Skiunterwäsche wenigstens mal an und meine Skisocken. Und ziehe jetzt noch eine Skihose an. Ich hoffe, die passt noch. Finn ist gerade noch hinten. Der tut seine Skischuhe und so im Kofferraum. Wir sind wirklich eben gerade erst vom Skifahren gekommen. Es wird gerade schon dunkel, es ist kurz nach 16 Uhr. Und um 16 Uhr fahren die letzten Lifte. Deswegen haben wir es gerade perfekt gemacht. Vom Wetter her war es mega schön. Also richtig traumhaft schön mit der Sonne. Aber es war auch voll eisig. Und wir haben Skier ausgeliehen und die waren
stumpf. Stumpf. Also die hatten gar keine Kante. Wie nennt man das? Kante. Deswegen sind wir mehr rumgerutscht und irgendwie sahen wir echt aus, als wären wir so totale Anfänger. Also es war am Ende trotzdem voll schön. Die Talabfahrt war, doch, die war so schön. Das Beste ist, ich hatte Finns Brille auf und ich habe alles so rötlich gesehen und ich habe das auch auf meinem Handy aufgenommen und dachte so, oh mein Gott, das wird die schönste Abfahrt, die ich gemacht habe, weil das in so einem richtigen Abendrot war, durch die Brille halt. Und ich habe es gar nicht gecheckt, dass das von der Brille kommt. Also irgendwie so richtig in meinem Film drin und auf einmal habe ich die unten abgesetzt und war voll enttäuscht, auch als ich mir die Videos eben angeschaut habe. Also es sah schön aus, aber durch meine Brille sah es halt einfach geil aus. Die rosa-rote Brille. Ja, wir fahren jetzt wieder zurück. Heute ist jetzt schon wieder Abreisetag. Die Zeit ging leider viel zu schnell um. Wir fahren wieder zurück nach Krems. Das Wetter heute ist auch mega gut. Und ich freue mich wieder voll auf Krems. Die Zeit ging jetzt wirklich viel zu schnell um. Also wir haben auch nicht wirklich entspannt. Irgendwie wollten wir eigentlich nichts tun und waren dann Skifahren und ewig lang spazieren und so. Und das war dann auch anstrengend, aber trotzdem schön. Vielen Dank fürs Zuschauen.